Hier, im ehemaligen Galeria-Gebäude in Duisburg, stapeln sich seit heute Bücher auf 5500 Quadratmetern. Seit der Galeria-Schließung im Mai letzten Jahres stand das Gebäude leer. Nun hat es mit dem Bücherzirkus einen neuen Mieter gefunden. Thomas van den Dungen bringt mit seinem Verkaufskonzept neues Leben in das Gebäude. Üblicherweise bleibt der Bücherzirkus nur einige Wochen an einem Standort, bisher überwiegend in den neuen Bundesländern. Nun eröffnet er in Duisburg seinen ersten Standort in Nordrhein-Westfalen. Ja, die Eigentümer von dieser Galeria Kaufhaus, die haben das entdeckt und gesehen in die anderen Bundesländer. Haben gesagt, das wäre doch schön, wenn wir hier in dem Galeria Kaufhof das nochmal bringen können. Ja, weil wir natürlich hier längere Zeit bleiben können, weil das Gebäude noch leer steht. So, normalerweise mieten wir eine Messehalle, die sehr teuer ist natürlich. Und dann können wir auch nicht so lange bleiben. Und wir wollten immer so lange wie möglich bleiben. Aber es ist natürlich immer eine Preisgeschichte. Was kostet die Miete und wie lange kann man dann bleiben? Wir sind sehr froh, dass wir jetzt 6 Monate mindestens bleiben hier. Neben dem wandernden Bücherzirkus gibt es parallel 2 feste Standorte in Rügen und Travemünde. Läuft es in Duisburg gut, sei ein längerfristiger Verbleib denkbar. Das Angebot reicht von Fach- und Sachbüchern über Krimis und Romane bis zu Kinder- und Kochbüchern aller Art. Auch Spielwaren finden sich im Sortiment. Als Konkurrenz zum etablierten Buchhandel sieht sich das Unternehmen nicht. Es verkauft Restposten und Mängelexemplare, die im regulären Buchhandel nicht mehr verkauft werden. Daher bieten sie auch nicht die aktuellsten Titel und Bestseller oder entsprechende Beratung an. Meistens Zeit liege die ganze Länge noch in dem Lager von dem Verlage. Aber irgendwann hört das natürlich auf und dann, ja, dann bleibt nicht viel übrig. Ne? Dann kommen die vielleicht sogar nach mehreren Jahren beim Altpapier. Ne? Und das ist natürlich sehr schade. Aber wir sind eigentlich modernes Antiquariat, heißt das. Das heißt, die Exemplare, die die Buchhändler zurückgibt an dem Verlage, die kaufen wir dann. Ob der Bücherzirkus eine langfristige Perspektive für den Komplex bietet, bleibt offen. Auf Anfrage der Redaktion möchte die Duisburg Business und Innovation sich vorerst noch nicht dazu äußern, da derzeit Gespräche im Hintergrund laufen. Zumindest wird damit der Leerstand in der Innenstadt zunächst behoben und das Handelsangebot erweitert. Die ersten Kunden zeigen sich zufrieden mit dem Bücherzirkus. Viele freuen sich über neuen und günstigen Lesestoff. Ich kannte das frühere Galeriahaus und vor ganz langen Jahren war hier schon mal sowas Ähnliches und deshalb bin ich heute hergefahren. Gut, sehr übersichtlich, sehr gut sortiert. Vielfältig und günstig. Ich kenne die Buchpreise, also doch, ja. Ich habe schon einige Sachen im Körbchen. Also ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut und hier ist halt die Vielfalt ziemlich groß. Ich habe jetzt hauptsächlich so Krimis, ja, und schon so ein kleinen so ein Vorweihnachtsbuch ausgesucht. Ein bisschen Fachbücher fehlen mir so. Ich bin Ingenieur, da fehlen mir so ein paar Sachen, viel Populäres, aber auch ein paar Schnäppchen kann man machen. Ja, wobei, ganz, wie soll man sagen, also die Romane kosten ja auch um die 8, ist jetzt nicht super billig, finde ich. Ne? Also 2-3 wäre jetzt wirklich ein guter Preis, als man muss schon überlegen, man kann lieber eins weniger mitnehmen als eins zu viel. Thomas van den Dungen hofft auf mehr Bekanntheit und steigende Besucherzahlen, um das Angebot erweitern zu können. Der Bücherzirkus hat gleich 3 Etagen des Gebäudes gemietet. Aktuell wird jedoch nur das Erdgeschoss mit Büchern bestückt. Je nach Zuspruch könne der Verkauf auf weitere Stockwerke und andere Produkte ausgedehnt werden. Insgesamt bieten sie mehr als 1 Million Bücher zum Sonderpreis. In Duisburg werden zukünftig zehntausende Buchtitel bereitstehen, wöchentlich ergänzt durch neue Angebote. Der neue Standort entwickelt sich schon jetzt zu einem Paradies für alle Leseratten.